Herzlich willkommen zur Open Online Session. Wie gut ist Dr. Algorithmus? Ich bin Timo Treimer. Normalerweise würden Sie mich jetzt auch sehen. Vielleicht funktioniert das, oder ich bin sehr sicher, dass es im Laufe der Session noch funktioniert. Ich bin bei der Bertelsmann Stiftung zuständig für das Projekt der digitale Patient und werde heute durch die Veranstaltung führen. Unser Partner ist die Universität Witten-Herdecke. Jan Ehlers ist zugeschaltet, bei der wir uns jetzt schon herzlich bedanken für die Vorbereitung und für die Unterstützung. Und Jan, normalerweise würde ich sagen, wir sehen uns ja gleich noch. Zumindest sprechen wir uns und wir schauen mal weiter. Ein paar Worte zum Kontext vorab. Die Veranstaltung heute ist Teil einer Diskursreihe mit dem Titel Future Med Talk. In dieser Reihe sprechen wir heute zum dritten Mal über die Zukunft des Arztberufs und die Zukunft der Medizin, vor allem mit Blick auf die Digitalisierung im Gesundheitswesen. Und der Future Med Talk richtet sich im Schwerpunkt an Medizinstudierende und praktisch tätige Ärzte, ist aber offen für alle Interessierten. Und er findet einmal pro Semester statt im Rahmen des Studiums Fundamentale der Universität Witten-Herdecke. Und wir laden dann immer noch zusätzliche Interessierte ein, zusätzlich zu den Studierenden der Universität. Worum soll es heute gehen? Wir sprechen über sogenannte Diagnose-Apps bzw. Symptomchecker für Patienten. Also über intelligente Chatbots, die Patienten helfen, eine Einschätzung zu ihren Symptomen zu erlangen. Wir sprechen über Diagnose-Apps, weil zum einen immer mehr Patienten entsprechende Apps im Alltag nutzen. Zum anderen, weil in anderen Ländern bzw. anderen Gesundheitssystemen wie dem NHS in England solche Anwendungen bereits ganz alltäglich in der Regelversorgung eingesetzt werden. Und zum dritten, weil auch in Deutschland ganz aktuell mit dem Digitale Versorgungsgesetz der Weg dafür geebnet wurde, dass digitale Gesundheitsanwendungen Teil des Versorgungsalltags werden. Wir möchten heute aber nicht nur über die aktuellen Rahmenbedingungen sprechen, sondern gemäß des Titels unserer Diskursreihe den Blick in die Zukunft richten. Und dabei möchten wir uns von diesen Fragen leiten lassen, die Sie auf der Folie sehen. Zum einen wollen wir über die Möglichkeiten und Grenzen von Diagnose-Apps sprechen. Was leisten sie, was leisten sie nicht? Zum anderen wollen wir über die Auswirkungen auf das Arzt-Patienten-Verhältnis sprechen. Welche Dynamiken erzeugen vorinformierter Patient in Anführungszeichen? Und eng damit zusammenhängend wollen wir über die Arztrolle sprechen. Wie verändern sich Diagnose-Apps, ärztliches Handeln? Und nicht zuletzt über die Herausforderungen, die zu meistern sind, damit Diagnose-Apps Teil des Versorgungsalltags werden, auch in Deutschland. Und dann schauen wir als nächstes darauf, wie wir dabei vorgehen wollen. Das ist die Agenda der heutigen Veranstaltung. Wir starten gleich mit einem kurzen Gespräch mit unserem Co-Veranstalter Jan Ehlers, oder besser gesagt, Jan muss vielleicht gleich mal kurz die Zeit überbrücken, während ich versuche, mich neu einzuwählen und meine Technik hier neu zu starten. Jan ist der Vizepräsident der Universität Witten-Herdecke. Anschließend werden wir hören und sehen, wie Medizinstudierende auf das Thema Diagnose-App schauen. Dazu sprechen wir mit Jona Grütters von der Bundesvertretung der Medizinstudierenden in Deutschland. Und wir sehen einen kleinen Film, der in Koproduktion von BVMD-Mitgliedern entstanden ist. Danach folgt ein konkretes Beispiel aus der Praxis, nämlich der Diagnose-Chatbot Ada Health. Dieser wird vorgestellt von Evelina Türk. Sie nimmt heute statt Martin Hirsch teil, der kurzfristig verhindert ist. Und ab ca. 16.40 Uhr kommen wir dann zum Kern der Veranstaltung, der Diskussion auf dem virtuellen Podium. Mit dabei sind neben Evelina Türk, Leonor Heinz und Sebastian Kuhn. Wir werden später noch etwas mehr zu den Diskutanten sagen und wir werden sie dann auch live sehen. Und unterbrochen wird das Gespräch auf dem Podium durch eine Teilnehmerbefragung, in der Sie sich live und online zu drei Fragen äußern können, die wir vorbereitet haben. Danach gibt es noch eine kleine Abschlussrunde und am Ende der Session würden wir Sie bitten, uns Feedback zu geben in einer kleinen Online-Befragung. Und noch ein Hinweis, bevor wir starten. Sie können sich während der Veranstaltung aktiv im Chat beteiligen mit Kommentaren und Fragen. Wir versuchen, möglichst alle Fragen aufzugreifen, entweder live in der Diskussion oder im Chat. Ja, normalerweise würde ich jetzt sagen, komm mal dazu und sprich mit mir. Und jetzt würde ich dich mal
ausnahmsweise bitten, das Gespräch zwischen uns beiden zu simulieren, und ich würde versuchen, mich neu einzuwählen und vielleicht damit die Probleme hier zu beheben. Und du müsstest dann kurz mal überbrücken hier. Das mache ich sehr gerne. Ich habe ja zum Glück deine Fragen per Mail geschickt gekriegt. Das macht es deutlich einfacher. Ja, wunderbar. Herzlich willkommen aus Witten. Ich bin Jan Ehlers. Wir überbrücken ein wenig die Zeit, während wir etwas ganz typisch Digitales machen, nämlich neu starten. Mich hätte Timo gefragt, ob ich schon mal eine Diagnose-App genutzt habe. Und wenn nein, warum nicht? Und ich frage einfach mal in den Chat, gerne mal eine Eins in den Chat, wer denn schon mal mit einer Diagnose-App gearbeitet hat, sich schon mal selbst diagnostiziert hat, das schon mal ausprobiert hat und Ähnliches. Ich habe das schon mal gemacht. Wer hier in dem Kurs öfter dran teilnimmt, weiß auch, wir haben hier schon über Ada gesprochen, wir haben uns das angeschaut, was kann das, wie viele Fragen stellt Ada, wie viel Zeit nimmt sich Ada auch. Wir sehen hier jetzt gerade im Chat 1 und 0, ganz viele haben schon probiert, Sebastian 1, der hat sogar schon drüber geforscht, werden wir nachher was darüber hören. Viele haben es schon mal ausprobiert, ein paar haben es noch nicht ausprobiert. Ich glaube, es wird für alle heute ein spannender Tag, und das ist was, wo Evelina nachher drauf aufbauen kann. Ich glaube ja, dass Diagnose-Apps gut sein können, gar nicht um Ärztinnen und Ärzte zu ersetzen, sondern um da tatsächlich deutlich zu unterstützen. Und das wäre nämlich die zweite Frage von Timo gewesen, Auswirkungen aufs Arzt-Patienten-Verhältnis. Ich sehe dich. Die dritte kann ich auch gleich wieder selber stellen. Wunderbar, danke für die Überbrückung, Jan. Haben Sie den Stecker schon mal rausgezogen, ist ja die Frage immer vom Support, und das war jetzt auch die Lösung hier. Ja, super. Ja, aber mach du erstmal weiter. Genau, wir haben ja gesagt, Arzt-Patienten-Verhältnis, ich glaube tatsächlich, dass das eher unterstützt. Wir haben ja hier Herrn Meyer auch im Chat eben gesehen, der viel als Patientenvertreter macht. Wir alle sind Patientinnen und Patienten auch, und wir wissen, dass je informierter wir sind, desto leichter und besser können wir Gespräche mit unseren Ärztinnen und Ärzten führen. Und oft ist eine Vorinformation eben auch schon mal was sehr hilfreich sein kann. Ist ja immer die Frage, müssen wir dann als Ärztinnen und Ärzte Angst davor haben, vor gut informierten Patienten? Ich glaube, wir müssen eher Angst haben vor schlecht oder falsch informierten Patienten. Das ist viel anstrengender. Gut informierte Patienten, glaube ich, erleichtern uns die Arbeit eher, wenn wir gut darauf vorbereitet werden. Und das wäre die letzte Frage gewesen, ne? Bereiten wir darauf vor? Genau. Jetzt habe ich sie schon vorweggenommen. Ich glaube, ja, also in diesem Kurs machen wir das unter anderem, treffen uns einmal die Woche, laden uns tolle Menschen dazu ein oder versuchen auch mal selbst was zu erzählen über Digitalisierung, über die Implikationen und wie wir sie auch nutzen können. Und wir versuchen tatsächlich auch gerade den Modellstudiengang Medizin auf eine digitale Medizin auszurichten, werden einen Wahltrack digitale Medizin haben, werden ein Angebot haben, was für alle da ist, sodass wir hoffentlich gut vorbereitete Ärztinnen und Ärzte in die Welt hinausschicken, die die Digitalisierung zum großen Nutzen einsetzen können. Ja, wunderbar. Dann hoffen wir mal, dass wir heute unseren kleinen Teil dazu beitragen können. Da bin ich mir sicher bei dem großartigen Line-up. Das wird toll. Ja, okay. Nicht so groß machen den Druck jetzt gerade. aber vielen Dank für diese ersten Worte und für die spontane Überbrückung dieser Technikprobleme. Und wir sehen dich dann gleich in der Abschlussrunde nochmal wieder, genau. Ganz zum Schluss. 17:25 laut Agenda. Danke, Jan. Und wir haben gerade über die künftige Medizinergeneration gesprochen. Und nun wollen wir Sie auch mal zu Wort kommen lassen, und wir haben Jona Grütters eingeladen, den ich nun dazu bitten darf. Jona Grütters ist Student der Justus-Liebig-Universität in Gießen und bei der BVMD als Bundeskoordinator der medizinischen Ausbildung tätig, und Digitalisierung ist eins seiner Schwerpunkt- und Lieblingsthemen. Und Herr Grütters hat zusammen mit Kolleginnen und Kollegen aus der BVMD Videos zum Thema Diagnose-Apps produziert, die wir gleich sehen werden. Und jetzt sehen wir ihn auch. Nochmal herzlich willkommen. Moin. Hallo. Glück gehabt. Ja, wunderbar. Ich habe kurz berichtet, wer Sie sind, und vielleicht mal als erste Frage, die Videos, die wir sehr schön fanden und die, glaube ich, einen guten Einstieg in die Session ermöglichen, die zeigen eine positive Grundhaltung derjenigen, die da gesprochen haben, zu einer Technologie wie Diagnose-Apps.
Würden Sie sagen, das ist ein repräsentatives Bild für die Medizinstudierenden in Deutschland? Ja, ich glaube schon, dass das repräsentativ ist. Also wir führen einmal im Jahr den sogenannten Berufsmonitor durch, wo wir alle Medizinstudierenden dazu auffordern, ihre Meinung zu unterschiedlichsten Themen per Online-Tool sozusagen kundzutun. Fragen da Items zum Thema Primärversorgung, zum Thema Niederlassung, zum Thema Chefarztambitionen, wie gerne möchte ich noch eine Doktorarbeit machen ab. Und im Berufsmonitor 2019 haben 13.000 Mediziner und Medizinerinnen teilgenommen und dabei eben auch ein Item zu Versorgung und Arzt-Patienten-Beziehung beziehungsweise Arzt-Patienten-Kommunikation. Und die angehende Ärzteschaft war sich einig, dass die Versorgung sich definitiv verbessern wird. War sich aber auch tatsächlich, und das ist relativ interessant bei dem Thema, einig, dass die Arzt-Patienten-Kommunikation sich verschlechtern wird. Und ich habe mir heute früh nochmal die Auswertung vom Berufsmonitor angeguckt und tue mich da einfach so ein bisschen schwer zu sagen, okay, wir ordnen die Diagnose-Apps bei Versorgungsqualitäten oder bei Beziehungen ein. Und deswegen, ich glaube schon, also die grundsätzliche Einstellung zu solchen Technologien ist von der Medizinerschaft positiv. Bei Assistenzärzten zum Beispiel auch, der Hartmann-Bund hat auch mal eine Umfrage gemacht. Aber wir haben jetzt kein Item zu Diagnose-Apps. Vielleicht kommt das nochmal fürs nächste Jahr, aber jetzt so explizit zu sagen, Diagnose-Apps verbessern oder verschlechtern das Ganze, das würde schwierig sein. Ich glaube aber, dass das generell erstmal ein positives Standing dazu ist. Ja, die Frage der Auswirkungen auf die Arzt-Patienten-Kommunikation werden wir heute, glaube ich, auch recht umfassend noch diskutieren. Kann man von zwei Seiten sehen. Das eine ist, macht es erstmal vielleicht ein bisschen komplizierter, aber das andere ist, die Kehrseite kann dann positiv gewendet sein, dass man mehr Zeit für die eigentliche Kommunikation hat, wenn die Technologie schon ein bisschen was vorweggenommen hat. Aber das werden wir gleich nochmal diskutieren und leite vielleicht auch über zu meiner zweiten Frage. Wenn Sie konkret auf Diagnose-Apps gucken, was würden Sie sagen, müssten diese erfüllen, damit sie sowohl für Patienten als auch für Ärzte einen Nutzen stiften? Was wären da Ihre Anforderungen ganz persönlich? Ich glaube, als wichtigsten Punkt ist, dass solche Apps wissenschaftlich basiert auf dem höchsten Stand sein müssen. Also es bringt mir nichts, wenn die einen Status quo der Wissenschaft von 1950 abbilden. Alles, was mir die Diagnose-App an Diagnose eben auch ausspuckt, muss evidenzbasiert sein. Und wenn wir auf diesem Punkt sind, dann würde ich tatsächlich sagen, müssen wir uns app-technisch umschauen. Ich habe diverse Diagnose-Apps auch im Vorhinein von dem Talk ausprobiert. Und es ist tatsächlich so, wenn man jetzt mehrere Symptome eingibt, dann versteift sich meistens die App auf ein Symptom. Und es ist auch schwierig, auf eine Differentialdiagnose oder Ähnliches zu kommen. Und wenn das tatsächlich perfekt ist, also wir haben einen hohen Evidenzgrad und wir haben eine perfekte App, die mir alle möglichen Diagnosen auch ausspuckt, dann finde ich ganz wichtig ist, dass auf Patientenseite daraus keine Verpflichtung entstehen darf. Das heißt, es ist vollkommen okay, wenn die App mir sagt, hey, das sieht bedrohlich aus, geh am besten mal zum Arzt, um das abzuklären. Aber ich finde jetzt nicht, also die Krankenkasse zum Beispiel soll nicht sagen dürfen, hey, du hast nur einen Schnupfen, du darfst nicht zum Arzt. Also es soll nach wie vor auf so einem freiwilligen Diagnoseverhältnis basieren. Und ich glaube, mit am wichtigsten ist auch Datenschutz und Datensicherheit. Ich war gestern in einer Marketingvorlesung zu User Value. Jeder User von WhatsApp und Instagram ist ungefähr 30 US-Dollar wert. Ich glaube, wenn wir uns da Gesundheitsdaten angucken, da sind wir bei einem Vielfachen davon. Das heißt, es darf bitte, bitte nicht passieren, dass meine Gesundheitsdaten irgendwie bei Facebook landen. Aber ich finde auch, und das ist ganz wichtig in dieser Diskussion zu sagen, dass das kein Hemmschuh sein darf für eine Entwicklung. Da sind wir in Deutschland tatsächlich ganz oft bei dieser digitalen Diskussion dabei, zu sagen, ja, der Datenschutz, finde ich auch nach wie vor mega wichtig, aber wir dürfen uns nicht hinter diesem Datenschutz verstecken, um eine Entwicklung in so einem Bereich massiv zu behindern. Mhm. Auch viele wichtige Punkte für die Diskussion später. Wir werden auch Frau Tück dann mal fragen, wie das ist mit den Differentialdiagnosen und wie früh ADA sich da auf ein Symptom oder eine Linie in der Diagnose festlegt und die anderen Dinge auch ansprechen. Vielleicht als letztes noch eine ganz kurze Einschätzung. Jan Ehlers hat gesagt, in Witten ist die Digitalisierung grundsätzlich schon Thema, spielt sowas wie Diagnose-Apps auch eine Rolle. Das ist Ihr Thema bei der BVMD. Nach Ihrer Einschätzung findet so eine Technologie konkret schon statt im Medizinstudium? Was müsste da noch verbessert werden?
Teilweise. Also Sebastian Kuhn diskutiert ja heute auch mit. Der hat zum Beispiel das Curriculum 4.0 in Mainz eingeführt, ein Wahlfach, das eben digitale Kompetenz oder digitale Medizin in vielerlei Hinsicht abbildet. Da geht es nicht nur um Diagnose-Apps, sondern zum Beispiel auch um Kommunikation oder Transparenz, Datenschutzgeschichten. In Hamburg gibt es auch sowas Ähnliches, auch als Wahlpflichtfach ein Digital Medicine Track. Aber, und das ist tatsächlich auch mein Thema, wofür ich immer wieder laut werde, es ist eben keine flächendeckende Lehre. Also man hat einzeln punktuell Wahlpflichtfächer, was auch super gut ist, aber, und das ist das große Problem, eben keine Grundskills, die man im Medizinstudium dazu bekommt. Und das finde ich extrem wichtig. Da hängt ja auch tatsächlich extrem viel dran. Ich glaube, das Schwierige auch, um das in der Lehre einzubetten, ist eben, dass das nicht sowas ist wie das Herz-Kreislauf-System, wo man sagt, okay, wir haben ein einzelnes Thema, was man teilweise aufleuchten lassen kann, aber dann auch sozusagen auch wieder hinlegen kann und sein lassen kann, sondern Digitalisierung oder auch Diagnose-Apps berühren ja alle klinischen Disziplinen. Das heißt, jede klinische Disziplin müsste dazu ein Modul einführen, und das ist eben was glaube ich, nicht so schnell funktioniert. Aber ich finde, es bringt einem halt nichts, wenn man jetzt digitale Kompetenzen hat, die man dann im klinischen Alltag überhaupt nicht anwenden kann. Das heißt, einerseits natürlich ist das ein Querschnittsbereich, aber auf der anderen Seite auch, ich finde, Medizin in der Hinsicht muss realitätsbezogen sein. Und wenn wir sagen, nur die Radiologen lernen digitale Kompetenzen oder lernen mit Diagnose-Apps umzugehen, dann hilft mir das als Hausarzt extrem wenig. Das heißt, ich fände wichtig, dass es flächendeckend gelehrt werden würde, in allen Disziplinen vielleicht eine kleine Beachtung bekäme. Und dann vielleicht auch für das Berufsleben, was dann aufgeht, ein Punkt, wo wir sagen, als junger Assistenzarzt komme ich auf Station und es gibt nichts dergleichen, dass ich als junger Mensch dann auch hingehen kann zum Chefarzt und sagen kann, passen Sie auf, die und die und die Schritte machen wir, und dann machen wir zum Beispiel ein Clinical Support System, wo es eben einfacher wird, Sachen zu befunden oder dergleichen. Mhm. Ja, spannend. Mitgenommen habe ich die Flächendeckung fehlt noch so ziemlich, und es muss ein fächerübergreifendes Thema werden, und eben der Übergang von Studium zu Beruf ist auch einer, der im Moment noch Brüche aufweist, wenn ich das richtig verstanden habe. Nehmen wir mit, auch in die Diskussion heute und in die kommenden Veranstaltungen. Erstmal vielen Dank bis hierhin. Wir gucken dann jetzt mal auf das Video, was Sie mit Ihren Kolleginnen und Kollegen gemacht haben, und danach geht es dann weiter mit der Session. Vielen Dank, Herr Grütters. Ich danke Ihnen, Herr Tranverent. Ja. Ich sehe einen Riesenvorteil in Diagnose-Apps, weil zum Beispiel Patienten sich auch im Wartezimmer noch selbst vorbefunden können und so auch sehr gut schon in ihre Krankheiten involviert sind und mehr Ahnung haben, wenn sie ins Wartezimmer kommen. Ich sehe allerdings auch die Gefahr, dass viele Patienten nicht mehr zu Ärzten gehen und Google und Apple damit ganz alleine vertrauen und damit auch sehr viele schwere Erkrankungen gar nicht mehr erkannt werden, wie zum Beispiel Krebs, der in vielen Formen für den Laien einfach nur aussieht wie ein Hautausschlag. Ich denke, die Digitalisierung und auch die Diagnose-Apps werden unseren Alltag massiv verändern. Sowohl beispielsweise, um aktuelle Leitlinienempfehlungen und evidenzbasierte Ansätze für die Ärztinnen und Ärzte zu haben, als auch als niederschwellige Möglichkeit, um beispielsweise eine Therapieempfehlung zu erhalten oder alleine schon, bei welchem Facharzt man sich vorstellig werden sollte. Diagnose-Apps geben dem Patienten deutlich mehr Verantwortung für seine eigene Gesundheit. Er kann viel besser selbst herausfinden, woran er möglicherweise leidet. Für die Ärzte gibt es die Möglichkeit, natürlich in Koexistenz mit ihren weiterhin etablierten Methoden neue und vielleicht bessere und schnellere Schritte zur Diagnostik zu machen. Dabei geht es explizit ums Ergänzen und nicht ums Ersetzen. Und in der Beziehung zwischen Arzt und Patient ist da natürlich die Aufklärung und die gegenseitige Kommunikation über das Gesehene und das Erfragte eine sehr wichtige. Patienten werden deutlich mehr Fragen und deutlich mehr Vorwissen haben. Das gilt es von den Ärzten anzunehmen und in entsprechende Aufklärung und Kommunikation abzubilden und damit das ärztlich-patientische Vertrauensverhältnis, was, denke ich, die Maßgabe ist, weiterhin zu erhalten und zu stärken. Also ich denke, dass eigentlich solche Apps schon eine extreme Entlastung sein können, wenn sie gut programmiert sind. Aber
Gleichzeitig denke ich halt auch, dass die Gefahr besteht, dass das Vertrauensverhältnis zwischen Arzt und Patient dadurch extrem belastet wird, wenn einmal der Arzt nicht darauf vertrauen kann, dass der Patient die Therapie so durchführt, weil er halt eher auf so eine App vertraut und gleichzeitig der Patient aber halt tatsächlich eher der App vertraut und dann dem Arzt keinen Glauben schenkt, dass das ein großes Problem ist. Ich glaube, dass Diagnose-Apps die Zukunft der Arzt-Patienten-Beziehung massiv verändern können. Das heißt, dass wir zum Beispiel weniger zum Arzt gehen oder dass es einfacher ist, sich eine Zweitmeinung einzuholen. Ich finde es aber extrem wichtig, dass solche Veränderungen auch im Medizinstudium abgebildet werden und die angehende Ärzteschaft so damit darauf so ein bisschen vorbereitet wird. Das heißt, dass wir explizit auch unterscheiden können, was ist eine gute und was ist eine schlechte Diagnose-App. Und ich glaube, wenn wir das hinkriegen, dann können wir mit solchen Systemen perfekt koexistieren und sie können unseren Arbeitsalltag, glaube ich, extrem erleichtern. Und dann müssen wir auch keine Angst haben, dass wir irgendwie obsolet werden oder Diagnose-Apps uns arbeitslos machen. Ja, Diagnose-Apps sehe ich tatsächlich eher kritisch, weil ich glaube, vor allem wenn es um solche gibt, die tatsächlich feste Diagnosen erstellen, dass das dann sehr ernst genommen wird von Patienten. Und Diagnosestellung ist eine Kunst eigentlich. Und das kann, glaube ich, dazu führen, dass dann Patienten in die Arztpraxis kommen und dann aber sagen, aber die App hat was anderes gesagt und ist deswegen das Arzt-Patienten-Verhältnis langfristig nicht belastet und nicht verbessert. Ja, eine Diagnose zu stellen ist einfach zu umfangreich und zu kompliziert, wo man nicht nur einfach Symptome eingeben kann, sondern da muss man den Patienten sehen, untersuchen können und da gibt es halt dann viele Sachen, die man einschätzen muss und es geht über eine App nicht. Herr Doktor, was habe ich denn? Ja, also Ihr Blutbild sieht ganz normal aus, Sie sind gesund. Aber meine App sagt, ich habe eine IgA-Immundefizienz. Das ist tatsächlich eine Möglichkeit. Ich werde sofort die entsprechenden Tests veranlassen. Mit den Apps statt gegen die Apps. Denn ich bin der Meinung, dass uns die digitalen Systeme gut im klinischen Alltag unterstützen können, solange sie evidenzbasiert qualitätsgesichert sind. Patienten haben ein Recht auf Wissen. Ob sie das momentan mit Google tun oder in der Zukunft mit Apps, das ist egal. Die Frage ist, wie wir, das Gesundheitswesen, Digitalisierung benutzen können, um das Arzt-Patienten-Verhältnis zu verbessern. Weiterhin können Ärzte unterstützt werden, mit Algorithmen auch mal an seltene Diagnosen zu denken, weil die komplette Medizin, die kann man nicht können. Diagnose-Apps werden zukünftig bei der Demokratisierung in der Arzt-Patienten-Interaktion beitragen, gerade was Entscheidungsfindung angeht. Ich bin aber der festen Überzeugung, dass da ein gesamtes Konzept hintergehört, beziehungsweise dazugehört, dass das soweit kommen kann, also bezüglich Aufklärung zu Gesundheit, wie gehe ich mit Gesundheit um, wie bewege ich mich in diesem Gesundheitswesen. Genau, und da in dem Rahmen haben aktuell Diagnose-Apps vor allem eine Art Treiberfunktion und Katalysatorfunktion. Ja, da ist ganz viel angeklungen, was relevant ist für unsere Diskussion heute und wir haben auch ein bisschen schauspielerisches Talent gesehen zwischendrin. Spannende Punkte, die wir später in großen Teilen nochmal aufgreifen werden und die ein bisschen auch bahnen, was uns jetzt im Praxisbeispiel präsentiert wird. Wir sehen jetzt eine Präsentation zur Anwendung Ada Health und diese wird uns Evelina Türk vorstellen. Sie ist Ärztin und Director of Medical Knowledge bei Ada. Frau Türk, Sie können sich jetzt dazuschalten und Ihr Mikrofon und Ihre Kamera aktivieren. Wir sind gespannt, ob es auf Anhieb funktioniert. Wunderbar, das ist schon mal ein gutes Zeichen. Jetzt hören wir Sie noch nicht. Vielleicht hören Sie mich nicht? Jetzt hören wir Sie. Wunderbar, funktioniert. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind. Noch ein Hinweis an die Teilnehmer hier, bevor Frau Türk startet. Ein Kollege von Frau Türk, der heißt Vincent Jörres, der ist auch im Chat zugegen und wird da schon während des Vortrags aufkommende Fragen zu Ada beantworten, so sie denn aufkommen. Ansonsten können wir auch im Nachgang das nochmal aufgreifen und dann würde ich mich jetzt direkt mal rausschalten und Sie können starten, uns Ada zu präsentieren, Frau Türk. Super. Hallo alle zusammen. Nächstes Slide bitte. Ich steige direkt ein in die Problematik, die wir alle kennen, nämlich drei Kernsachen, die zum Teil sogar schon in dem Video angesprochen worden sind. Und zwar googeln,
die Symptome Patienten so oder so schon. Nach einer Bertelsmann-Stiftung zufolge 58% der Patienten vor einem Arztbesuch und sogar ein paar mehr Prozent nach einem Arztbesuch. Die durchschnittliche oder insgesamt die Anzahl an Arztpatientenkontakten steigt. Aktuell im Durchschnitt 17 Arztpatientenkontakte pro Jahr. Und es werden immer mehr Patienten zu falschen Zeiten am falschen Ort. Und dieser gesamte Prozess ist recht unkoordiniert. Und es ist so wichtig, dass wir unsere Arztzeit, denn ich bin auch Ärztin, mir ist es auch wichtig, dass wir unsere Arztzeit sinnvoll und effizient nutzen können. Darüber hinaus, was auch schon zum Teil angesprochen wurde, wächst einfach das Wissen rasant, exponentiell. Und es kann nicht sein, dass alle Ärzte über 30.000 Erkrankungen verstehen und sich diagnostizieren können. Es gibt 7.000 bis 8.000 seltene Erkrankungen. Und daneben, bezüglich der Behandlung, gibt es sehr, sehr viele Publikationen täglich. Und diese drei Probleme haben wir versucht, mit einer Lösung zu lösen oder dabei zu helfen, sie zu lösen. Nächstes Slide bitte. Und zwar wollen wir mit unserem Symptom Checker, mit ADA, wollen wir Patienten fundierter informieren. Wir wollen ihnen hochqualifizierte Informationen geben bezüglich ihrer Symptomatik, bezüglich ihrer Problematik. Sie können mit ADA ein personalisiertes Assessment durchführen und wir schlagen dann mögliche Erklärungen vor und liefern auch mögliche nächste Schritte, die Sie in Angriff nehmen können, mit am Ende. Wichtig hier zu sagen, weil das so ein bisschen vorher diese Terminologie verwendet wurde, Diagnose-App. Wir würden nicht sagen, wir sind eine Diagnose-App, denn Diagnosen stellen nur Ärzte. Aber wir liefern hoffentlich eine gut vorstrukturierte Voranamnese, sodass ein Arzt damit weiter seinen normalen diagnostischen Prozess fortführen kann. Das heißt, wir liefern auch mit ein Clinical Decision Support System für Ärzte, wo die ADA-App mit integriert ist und die Informationen sozusagen vorstrukturiert auch visualisiert werden und der Arzt damit weiterarbeiten kann. Und möglicherweise wir ihm dabei helfen können, auch weitere Entscheidungen im diagnostischen Prozess zu treffen. Darüber hinaus können wir dieses immense Wissen mittels der KI nutzbar machen für alle Ärzte und einen Teil dieses Wissens eben auch den Patienten zur Verfügung stellen. Nächste. Hier habe ich einmal dargestellt, wie der Flow sozusagen aussieht in unserer App. Für die das noch nicht ausprobiert haben, man kann ADA starten, indem man ein Profil erstellt. Man kann ein Assessment für sich selbst durchführen oder für sein Kind zum Beispiel. Man muss das Mindestalter von 16 erfüllen. Und dann kann man mit einem Problem starten. Das Problem ist ein Symptom. Man kann mehrere Symptome zu Beginn eingeben. Wir fragen, ADA stellt weitere spezifische Fragen zu diesem Symptom und dann im Verlauf viele weitere, um herauszufinden, was mögliche Ursachen sein könnten. Und am Ende liefern wir einen Report aus, der 3 bis 5 verschiedene Erklärungen aufzeigt und auch aufzeigt, warum ADA zu den einzelnen Schlüssen gekommen ist. Nächste. Hier ist einmal ein bisschen genauer dargestellt, was im Hintergrund passiert. Das heißt, wenn man sich einmal vorstellt, wie viele Erkrankungen das weltweit gibt, dann kann man sich diese Erkrankungen einmal auflisten nach Häufigkeit. Je nach Region ist das sehr, sehr unterschiedlich, je nach Land. Diese Faktoren ziehen wir in Betracht. Darüber hinaus aber auch das Alter, das Geschlecht und andere Risikofaktoren ändern einfach diese Reihenfolge der Erkrankungen. Und wenn dann ein Symptom hinzukommt, dann ändert sich die Wahrscheinlichkeit von vielen Erkrankungen auch. Manche kommen gar nicht mehr in Frage, weil die Symptome eben nicht zutreffen. Nachdem die Symptomeingabe abgeschlossen ist, denkt ADA darüber nach, was ist die wichtigste Frage, die ich als nächstes stellen sollte, um diese lange Liste an möglichen Erklärungen zu reduzieren. Mit jeder Antwort, die ein User gibt, stellt sich ADA die Frage immer und immer wieder. Das heißt, es ist kein Decision Tree dahinter, sondern es ist wirklich personalisiert in Abhängigkeit von den Vorinformationen, in Abhängigkeit von jeder weiteren Frage stellt ADA die nächste. Bis
ungefähr nach 20 Fragen kommt Ada zu dem Schluss, was mögliche Erklärungen wären, und spuckt sie aus, was man an der rechten Seite sieht. Und im oberen Teil ist ein Text, der einen möglichen nächsten Schritt vorschlägt. Da steht dann sowas wie, sollte man heute direkt zum Arzt gehen? Ist es etwas, was bis morgen warten könnte? Oder gibt es sogar die Möglichkeit, dass man direkt sofort in die Rettungsstelle müsste? Nächste. Der Ansatz, den wir gewählt haben, ist ein Whitebox-Ansatz sozusagen. Wir haben nicht eine riesengroße Datenmenge von irgendwelchen Electronic Health Records bekommen und daraus versucht, irgendwelche Schlüsse zu ziehen. Nein, wir haben ein riesengroßes Team an Ärzten, das täglich an der Wissensbasis sozusagen arbeitet und daran feilt, sie optimiert. Und dieser Approach bringt uns halt dazu, dass wir in der Lage sind, zu sagen, warum Ada zu welchen Schlüssen gekommen ist. Hier auf dem Slide seht ihr auf der linken Seite Symptome, die der Patient, der User in dem Fall, bejaht hat oder verneint hat. Die Linien dazwischen, die Contribution Lines, zeigen an, also wenn die Linie eher grün ist, dann wurde das Symptom bejaht. Wenn es rot ist, wurde das Symptom verneint. Und auf der rechten Seite sind mögliche Erklärungen. Das heißt, ein Patient bzw. auch ein Arzt kann nun sehen, okay, wenn also Bauchschmerzen und Appetitlosigkeit vorliegen, dann ist das ein sehr starkes Argument für die Appendizitis. Andersherum, wenn kein Erbrechen und keine Verdauungsbeschwerden, wenn diese verneint wurden, dann reduziert es die Wahrscheinlichkeit für eine akute Gastritis. Und das hilft zum einen dem User zu verstehen, warum welche Beschwerden, welche Zusammenhänge bestehen, aber auch dem Arzt, warum Ada vielleicht zu bestimmten Schlüssen gekommen ist, und kann auch in der Kommunikation mit einem Patienten hoffentlich helfen, Dinge nochmal zu erklären. Nächste. Hier zeige ich gerade das Clinical Decision Support System. Es sieht recht ähnlich aus, wie die App selbst auch funktioniert. Im Prinzip auf der linken Seite sind Möglichkeiten der Symptomeingabe, auf der rechten Seite sind Krankheitsvorschläge und in der Mitte ist sozusagen das Arbeitsumfeld. Wenn also ein Patient man kann hier Symptome eingeben, kann der Arzt selber tun. Dann sieht man die Symptome im Mittelfeld und man sieht auch hier wieder die Contribution Lines zu den Erkrankungen, die der Arzt selbst als mögliche Arbeitsdiagnose sich festlegt. Nächste. Hier nochmal ein bisschen genauer. Neben der möglichen Symptomeingabe auf der linken Seite gibt Ada auch Vorschläge, was der Arzt als nächstes fragen könnte, aber auch welche diagnostischen Tests den größten Gewinn im diagnostischen Prozess bringen könnten. Und auf der rechten Seite sind drei verschiedene Arten oder zwei verschiedene Listen und eine weitere Liste. Die ersten beiden Listen zeigen mögliche Erkrankungen, einmal nach dem Prinzip der Wahrscheinlichkeit, wie häufig ist eine Erkrankung im Zusammenhang mit den Symptomen, und eine weitere Liste, die vor allem anzeigt, wie gut fittet diese Symptomatik zu einer Krankheit unter fast Ausschluss der Inzidenz. Damit kann man aufzeigen, dass auch das Risiko für eine seltenere Erkrankung möglich ist. Und in der letzten unteren rechten Ecke, dort sieht man mögliche sozusagen andere Fälle, die ähnliche Symptomatik gezeigt haben, mit entsprechender Diagnose, die gestellt wurde. Aus dem Repertoire zum Beispiel des gleichen Arztes. Nächste. Und unser Anspruch ist es, dass Patienten, User, die wir denken, die einen Arzt sehen sollten, auch diese Informationen gleich dem Arzt mitgeben können, die sie mit einem Assessment gemacht haben. Das heißt, diese beiden Tools sind miteinander verbunden, sodass der Arzt quasi die Voranamnese direkt auf seinem Screen sehen kann und damit weiterarbeiten kann. Nächste. Wenn man all diese, wenn man sich überlegt, was ein Arzt im Normalfall alles fragen würde, was seine Strategien sind im Denken, dann ist es genau das, was wir versucht haben, in unseren Algorithmen abzubilden. Wir haben quasi das
ärztliche Denken versucht nachzuahmen. Und wenn man sich den diagnostischen Prozess einmal anschaut, dann stellt man sich verschiedene Fragen. Zu Beginn geht es vor allem um Informationsgewinn. Im weiteren Schritt geht es eher darum, okay, ich habe schon gerade ein paar Differentialdiagnosen im Kopf, wie kann ich die voneinander unterscheiden? Und vielleicht am Schluss ist es eher, okay, gibt es irgendwas, was ich auf jeden Fall nicht übersehen haben sollte? Und diese Gedankengänge haben wir auch versucht mit abzubilden. ADA kommt nie zu einer definitiven Diagnose, denn das ist auch nicht unser Anspruch, denn nur die Anamnese alleine oder die Voranamnese alleine reicht nicht, um eine Diagnose zu stellen. Aber sie kann einen wertvollen Beitrag dazu leisten und hoffentlich auch die Zeit, die ein Arzt damit verbringt, verkürzen. Neben den Krankheitsinformationen liefert ADA 8 verschiedene Level an Advices, die wir geben, an Triagierung. Man kann diesen Symptomkomplex zu Hause abhandeln, bis hin zu, man sollte sofort einen Notarzt rufen. Und um es nochmal anzubringen, das ist ein Whitebox-Approach und kein Blackbox-Approach, denn wenn man mittels Machine Learning und Big Data versucht, Patterns sozusagen, Muster zu erkennen, dann weiß man nicht, warum dieses Muster da ist, warum Zusammenhänge da sind. Bei uns sind diese Zusammenhänge allerdings durch unsere Ärzte abgelegt und bestätigt und validiert mit medizinischem, mit Fachwissen, mit Publikationen. Nächste. Das habe ich schon mal ein bisschen am Anfang erwähnt, wenn man sich überlegt, wie viele Symptome es gibt, die ein Patient beschreiben kann. Es sind ungefähr über 12.000. Es gibt 30.000 benannte Erkrankungen, worunter es 8.000 seltene Erkrankungen gibt. Das ergibt eine unendliche Möglichkeit an Kombinationen und das kann alles ein menschliches Gehirn nicht alleine tragen. Und hierbei können künstliche Intelligenzen helfen. Nächste. Wenn wir nochmal kurz einen Exkurs zu seltenen Erkrankungen machen, dann stellt man fest, es gibt super, super viele eigentlich davon, auch wenn jede einzelne Erkrankung nur wenige Leute betrifft. Weltweit sind es 350 Millionen Menschen, die davon betroffen sind. Allein in Deutschland müssten das ungefähr 4 Millionen sein. Das heißt, einer von 17 ist betroffen. Jede zweite seltene Erkrankung wird bei einem Kind diagnostiziert. Und der Prozess zur Diagnosefindung dauert im Schnitt 6 bis 7 Jahre. Das ist einfach viel zu lang. Die Patienten sind sehr, sehr, sehr lange, wandern sie von Arzt zu Arzt, von Therapie zu Therapie und sie suchen halt Hilfe. Und dabei kann eine künstliche Intelligenz, ein Symptom-Checker, helfen. Nächster. Wir haben das Potenzial von ADA in einer retrospektiven Studie an der Medizinischen Hochschule Hannover ausgetestet und konnten dabei zeigen, dass es das Potenzial gibt, wenn wir zu dem Zeitpunkt prospektiv eingesetzt worden wären, dass wir in über 50% der Fälle hätten viel früher die Diagnose ins Licht des Arztes rücken können. Und das zeigt, dass man wirklich da mal länger drüber nachdenken sollte, wie man diese Art von digitalen Tools wirklich verwenden kann im Alltag. Nächste. Hier einmal einen Überblick darüber, wo wir gerade stehen. Wir haben vor 8 Jahren angefangen, also quasi so lange wie ein Medizinstudium ungefähr geht. Wir haben Büros in Berlin, London, New York und München. Eine gewisse Finanzierungsrunden haben wir schon hinter uns. Mittlerweile über 250 Mitarbeiter, worunter mehr als 60 Ärzte sind. Wir haben über 8 Millionen User weltweit. Mehr als 15 Millionen Symptomanalysen wurden durchgeführt. Über 250.000 Bewertungen haben wir, wo der Durchschnittswert bei 4,7 von 5 Sternen liegt. Wir sind verfügbar in 7 verschiedenen Sprachen, die austauschbar sind. Das heißt, wenn ein Patient in einer Sprache ein Assessment durchführt, kann ein Arzt in einer anderen Sprache das weiterführen. Das eröffnet sehr viele Möglichkeiten. Über die letzten 2,5 Jahre gerechnet sind wir in über 130 Ländern auf Platz 1 in der Medizin-App-Kategorie. Und auf der rechten Seite haben wir mal ein paar Awards, die wir schon bekommen haben, aufgelistet. Nächste. Das war's. Von meiner Seite erstmal.
Ja, herzlichen Dank für die spannenden Einblicke, Frau Türk. Ich glaube, wir haben jetzt alle ein besseres Bild, was denn Diagnose-Apps in Anführungszeichen, sage ich mal jetzt bewusst nach Ihrer einführenden Erläuterung, dass Sie ja keine Diagnose treffen, leisten können. Bevor wir gleich in die Diskussion mit den anderen Experten starten, vielleicht noch zwei, drei Rückfragen. Ansonsten hat das mit den Rückfragen im Chat hervorragend funktioniert. Ich habe das ein bisschen live beobachtet. Vincent Joris ist da sehr aktiv und geht auf die Fragen direkt ein. Das freut uns sehr. Dann sparen wir ein bisschen Zeit. Aber als erstes vielleicht noch mal eine Frage zu Ihnen und zu Ihrem Berufsweg. Das könnte vielleicht einige der anwesenden Medizinstudierenden hier interessieren. Wie sind Sie denn als Medizinerin zu ADA gelangt? Und Sie sind ja nicht die Einzige. Ich habe es eben gehört, es sind ungefähr 50 in Ihrem Team, die sich um die Fragen kümmern, die Sie beschrieben haben. Und fehlt Ihnen manchmal die Versorgungspraxis? Gute Frage. Also eigentlich muss man da schon fast ausholen, denn eigentlich seit ich ein Kind bin, wollte ich Ärztin werden. Allerdings hatte ich auch eine sehr starke Leidenschaft in der Mathematik. Ich wusste aber nie, was könnte ich damit machen. Ich wollte nicht in die informatische Richtung, ich wollte kein Lehrer werden. Ich wollte nicht den ganzen Tag vorm Computer sitzen. Somit habe ich mich dann doch entschieden, Medizin zu studieren. Aber währenddessen habe ich schon festgestellt, es ist sehr viel Arbeit und ich habe wenig Reichweite. Und mir war es irgendwie wichtig, auf der einen Seite meine Leidenschaft irgendwie auch ausleben zu können, auf der anderen Seite irgendwie mehr Leute erreichen zu können mit meinem Wissen, mit mit dem, was ich tue. Und dann bin ich am Ende meines Studiums auf ADA aufmerksam geworden und dachte mir, ach interessant, das könnte ja sogar eine Kombination von meinen beiden Leidenschaften sein. Und daher habe ich mich dafür entschieden, ADA zu tun. Ja, spannend. Vielleicht eine Inspiration für den einen oder anderen Zuhörer oder Zuhörerin. Allerdings brauchen wir auch noch ein paar Ärzte in der Versorgungspraxis, deswegen sollten dann vielleicht nicht zu viele den Weg gehen, aber sicherlich inspirierend. Dann würde ich gerne noch ein nicht medizinisches, aber dennoch relevantes Thema ansprechen. Jona Grütter hat es auch in seinem Statement kurz anklingen lassen. ADA war Ende des vergangenen Jahres, stand es ein bisschen in der Kritik wegen der Übermittlung von Tracking-Daten an Drittanbietern in die USA. Gab da einiges an Medienberichterstattung. Auch die Techniker-Krankenkasse hat die Zusammenarbeit mit ADA zumindest vorerst aufs Eis gelegt. Wollen Sie uns da mal kurz schildern, was da aus Ihrer Sicht passiert ist, auch wenn es ein komplexes Thema ist, aber vielleicht ganz grob und was Sie als Anbieter daraus abgeleitet haben? Ja, also was auf jeden Fall nicht passiert ist, ist, dass wir persönliche Gesundheitsinformationen mit Dritten geteilt haben. Dennoch ist es richtig, dass generell digitale Tools, Tracking-Apps verwenden, um ihre Produkte zu verbessern. Das heißt, steigen User schon am Anfang aus? Wo im Flow verlieren wir sie? Was können wir verbessern? Und das ist wichtig, um auch besser zu werden. Und was wir aber gelernt haben und was wir nicht so gut gemacht haben, ehrlicherweise, ist, wie wir einen User gefragt haben, für was wir die Daten, die wir erheben, verwenden. Und zwar haben wir geschrieben und Leute haben auch den Consent gegeben, dass wir ihre Daten weiterverarbeiten können. Aber wir machen das jetzt viel, viel besser. Der User hat jetzt die Möglichkeit zu sagen, okay, ich erlaube, dass meine Daten auch für Produktweiterentwicklung mitverwendet werden. Ich erlaube, dass es für medizinische Sicherheitsfragen verwendet wird. Und das ist halt wichtig, um auch den Usern Transparenz zu geben. Und da haben wir auch daraus gelernt, dass wir dann noch konkreter sein sollen, sodass es auch viel klarer ist für den User. Das heißt, ich werde jetzt vor der Nutzung von ADA, bevor ich irgendwas eingegeben habe, schon gefragt, was denn mit den Daten passieren darf und wie sie verwendet werden. Also die Zustimmungspolicy ist jetzt ein bisschen eine andere, wenn ich es richtig verstanden habe, oder? Genau. Genau. Okay. Ja, Thema Datenschutz ist ein relevantes, was mit Vertrauen zu tun hat in die Anwendungen, die da genutzt werden, sowohl von Patienten als auch von Ärzten. Wir werden das gleich auch mit den anderen Experten nochmal aufgreifen. Dann habe ich zum Schluss noch ein medizinisches Thema, wo ich das nochmal ansprechen wollte, was Jona Grütters eben gesagt hat. Und wir haben auch über den Begriff Differentialdiagnose im Chat schon ein bisschen Austausch gehabt. Jona Grütters hat moniert, dass manche Diagnose-Apps zu schnell auf einen Pfad gelangen und von diesem Pfad dann nicht mehr runterkommen in der Diagnosestellung und dass es dann schwierig ist, eine Differentialdiagnose zu stellen.
Sie würden wahrscheinlich sagen, das gilt für Ada nicht, aber wie funktioniert das genau, dass das eben nicht genau auf diesen Pfad geht? Also ich würde es nicht komplett ausschließen. Das hängt auch ganz stark davon ab, was der User denn an Anfangsinformationen überhaupt geben kann oder währenddessen auch an Informationen gibt. Und dabei stellt sich auch die Frage, welche Antwort möchte der User haben? Geht es wirklich darum, dass man eine Multimorbidität als Hintergrund hat, dass man verschiedene Erkrankungen hat, oder geht es darum, dass man zu schnell sich nur auf ein Symptom konzentriert? Und das sind so ein bisschen zwei verschiedene Sachen. Und manchmal, vielleicht sollten auch andere Apps viel besser danach fragen, ist es jetzt viel wichtiger für dich, da dieses Symptom zu klären, oder ist es viel wichtiger für dich, dieses Symptom zu klären, um dann zu besseren Schlüssen zu kommen, wenn es denn nicht eine Multimorbidität ist? Okay, ja, vielen Dank. Dann würde ich sagen, wir bitten jetzt die anderen Diskutanten dazu und starten mit unserer virtuellen Podiumsdiskussion zum Thema, wie gut ist Dr. Algorithmus? Da sehen wir jetzt auch nochmal eine Folie, wo das draufsteht. Und wir sehen jetzt auch schon Sebastian Kuhn und wir sehen dann hoffentlich auch gleich noch Leonor Heinz, die dazukommt. Leonor ist Fachärztin für Allgemeinmedizin, Mitglied des Präsidiums der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und im Bundesvorstand des Hausärzteverbands. Sie ist zudem Mitglied im Expertennetzwerk 30 unter 40 der Bertelsmann-Stiftung, deswegen kennen und duzen wir uns. Und ja, herzlich willkommen, Leonor. Schön, dass du da bist. Sebastian Kuhn ist aus dem Hotel in Berlin zugeschaltet. Er ist Oberarzt und Lehrbeauftragter an der Johannes Gutenberg Universität in Mainz. Und Jona Grütters hat eben schon ein bisschen Werbung für ihn gemacht. Er ist seit vielen Jahren unterwegs im Kontext digitale Medizin, sowohl in der Aus- als auch in der Fortbildung jetzt bald, als auch in der Praxis. Und auch wir kennen uns schon aus verschiedenen Projekten und nutzen es deswegen auch. Hallo Sebastian, schön, dass du da bist. Hallo Tim, vielen Dank. Und bevor wir starten, noch mal einmal kurz auf die Leitfragen, die wir am Anfang gesehen haben, die jetzt auch unsere Diskussion ein Stück weit leiten sollen. Es geht zum einen um Möglichkeiten und Grenzen von Diagnose-Apps, in Anführungszeichen. Was können Sie vielleicht heute noch nicht? Welche Dynamiken erzeugen Patienten, die mit vorgefertigten Diagnosen oder Annahmen in die Praxis kommen? Im Arzt-Patienten-Verhältnis, wie verändert sich die Kommunikation damit eng zusammenhängt, wie verändert sich die Arztrolle? Und dann geht es natürlich auch immer um Herausforderungen für die Integration von solchen Anwendungen in den Alltag. Ja, zum Einstieg und zum Kennenlernen vielleicht an dich, Leonor, die Frage, du bist als Allgemeinmedizinerin in der Praxis tätig. Wie digital ist denn dein Arbeitsalltag schon und was verbindet dich mit solchen Anwendungen wie Ada oder kennst du solche Anwendungen? Also ich kenne Ada zwar, also ich weiß, was das ist, aber ich muss gestehen, dass ich da in meiner hausärztlichen Praxis bisher gar keinen Kontakt mit gehabt habe. Dabei bin ich in der Praxis in Berlin-Prenzlauer Berg tätig, wo 50% der Menschen, die da hinkommen, englischsprachig sind. Also ein internationales Publikum von häufig auch jungen Menschen, wo man denken würde, die sind da gerade besonders gut dabei und ist bis jetzt noch nicht so vordergründig gewesen, muss man sagen. Ja, okay. Ja, werden wir vielleicht gleich auch noch zu kommen, zu dem Thema, wie häufig wird es denn schon genutzt in Deutschland und vielleicht auch in anderen Ländern und woran liegt es, dass es vielleicht noch nicht so häufig genutzt wird. Sebastian, zu dir, du kennst Ada recht gut. Du hast nämlich kürzlich auch mit Kolleginnen eine Studie genau zu der Frage unserer Veranstaltung gemacht, wie gut ist Dr. Algorithmus, und hast dir Ada angeschaut. Kannst du uns kurz erläutern, was ihr da gemacht habt und was das Ergebnis war? Genau, also wir haben insgesamt zwei Studien gemacht. Eine Studie zunächst mal zu Erkrankungen im Bereich internistisch Allgemeinmedizin. Und eine zweite Studie in ähnlicher Art und Weise zu psychologischen und psychischen Erkrankungen. Und in beiden Fällen haben wir mit Fallberichten gearbeitet, also Fälle, die, wo im Prinzip die Anamnese und auch die Diagnose bekannt ist, und haben diese dann durchgeführt mit dem ADA-Chatbot, also das, was Patienten verfügbar haben, über einen App Store, und haben dort die diagnostische Treffsicherheit getestet.
wie im Prinzip die Symptome, die der Patient schildern kann, wahrgenommen werden. Was man als Ergebnis sagen kann, ist, dass ADA schon eine relativ gute Treffsicherheit hat, insbesondere bei internistisch-allgemeinmedizinischen Fragestellungen oder auch psychologischen und psychischen Probleme im Erwachsenenalter. Also haben wir Trefferraten gehabt, je nachdem, ob man es als Top-Diagnose sieht oder auch als Differentialdiagnose, liegt es im Bereich von 60-80%. Wo noch aktuell noch Schwächen bestanden waren, vor allem bei psychischen Problemen oder psychiatrischen Erkrankungen im Kindes- und Jugendalter. In dem Bereich war die Treffrate deutlich schlechter. In dem Bereich sind häufig auch Symptome, die angegeben werden, sehr atypisch. Und abschließend konnte man durchaus auch noch feststellen, wir haben bei der zweiten Studie auch noch verschiedene User mit der Eingabe beauftragt. Und da sieht man doch schon eine Abhängigkeit von der Kompetenz des Nutzers. Also Personen, die professionell im Gesundheitssystem arbeiten, sowohl Studierende als auch bereits Approbierte, haben dort eine höhere Eingabegenauigkeit, weil manchmal die Wortwahl dann doch etwas nicht ganz trivial ist. Ja, vielen Dank. Die Kolleginnen und Kollegen haben hier die Links zu den Studien im Chat gepostet, wer da tiefer reinlesen will. Kann man so zusammenfassen, das funktioniert schon sehr gut. Da ist aber noch Lernpotenzial, sowohl für die Anwendungen als auch für die Anwender. Ja, also vor allem ist auch noch Forschungspotenzial. Also ich würde da unsere Studie wirklich mit nicht als der Weisheit letzter Schluss betrachten. Aber es ist sicherlich, es ist noch Forschungspotenzial da, insbesondere weil wir halt immer von einem monokausalen Krankheitsmodell in dem Zusammenhang ausgehen. Also wir haben in der klinischen Realität häufig auch mit multimorbiden Patienten zu tun, die vielleicht 2 oder 3 Grunderkrankungen haben. Das ist sicherlich eine ganz, ganz große Herausforderung für alle Systeme, die aktuell in Entwicklung sind. Und auch der Aspekt Semantik, also die Wortwahl, die verschiedene Personen nutzen. Da muss man sagen, sind die Systeme schon ziemlich gut geworden. Also ADA ist da schon hartnäckig und fragt auch gerne nochmal nach. In manchen Bereichen funktioniert das sehr gut, aber wir haben auch einfach regionale Unterschiede. Also wenn man aus Süddeutschland kommt, in der Nähe von Stuttgart, da beginnt der Fuß im Prinzip direkt oben bei der Hüfte. Und sowas kann natürlich ein KI-System extrem verwirren oder halt auch eine Wortwahl, wenn man am Hals vielleicht was wahrnimmt. Der eine sagt, da habe ich eine Schwellung, jemand anders sagt, ich habe einen Knoten oder einen Knubbel oder so. Und das sind Herausforderungen, wo sicherlich die Software-Ingenieure schon ziemlich gut geworden sind, aber da ist immer noch Luft nach oben. Genau, das sind ja auch Herausforderungen, denen man sich in der täglichen Praxis ausgesetzt sieht, in der Kommunikation mit Patienten sicherlich. Was würdest du sagen, nach dem, was du jetzt gehört hast im Laufe der bisherigen Session, was sind denn so, kommen wir zum ersten Punkt, Möglichkeiten und Grenzen, was sind denn so die grundsätzlichen Vorteile von Chatbots wie ADA im Vergleich zu einer Gesundheitsversorgung, die wir uns mal vorstellen, wo es so etwas gar nicht gäbe? Also ich sehe die Vorteile, also vor allem bei seltenen Erkrankungen. Also ich fände das hilfreich, wenn das implementiert wäre, wenn ich da unkompliziert das einarbeiten könnte in meinen Ablauf, dass ich das zur Unterstützung nehmen kann, wenn ich nicht mehr weiter weiß, was ja auch vorkommt. Ja, und also es kann auch manchmal eine Unterstützung sein, zum Beispiel unspezifischer Rückenschmerz. Wenn ich den Patienten untersuche und es sind keine Red Flags da und ich erkläre ihm, ja, also jetzt erstmal bewegen, Wärme und man kann Schmerzmittel machen. Funktioniert nicht so besonders doll, das Ibuprofen, aber es ist besser als nichts. Dann sind die Leute häufig halt nicht so glücklich darüber und haben die Vorstellung, dass mit einem MRT irgendwie eine Heilung eintritt. Auch wenn es eine diagnostische Methode ist. Und da denke ich manchmal, wenn ich eine künstliche Intelligenz an der Seite hätte, die mich da auch vor dem Patienten ein Stück bestätigt, dass das jetzt kein Schwachsinn ist, was ich da erzähle, dass das auch eine Unterstützung sein könnte. Also die KI-Zweitmeinung, die unterstützt sozusagen. Genau, weil es ist ja so ein Vertrauensproblem, dass auch letztlich durch Dinge, die nicht gut gelaufen sind, vielleicht in den letzten 10, 20 Jahren in der Versorgung. Also zum Beispiel ist es ja sehr häufig üblich, dass Spritzen gegeben werden bei Rückenschmerzen. Und das ist ja was, das ist einfach nicht gut. Diclofenac intramuskulär ist schlecht. Und dann macht man vielleicht manchmal aus Not, damit man den Placebo-Effekt nutzt, Lidocain gibt man dann häufig. Also machen viele Kollegen so. Ich mache das nicht, weil ich da
Ja, aber es ist so, dass viele Patienten dann echt unglücklich sind und sagen, ja, der alte Doktor hat mir doch eine Spritze gegeben. Sie geben mir jetzt keine Spritze. Und wenn ich einfach das auch nochmal unterlegen könnte, dass das jetzt nicht nur meine verrückte Meinung ist, sondern dass es auch das System hat, was ich da erzähle. Mhm. Ja. Das ist sicherlich eine Chance, quasi auch fürs Arzt-Patienten-Verhältnis. Wechseln wir direkt zu den Risiken. Sebastian, du hast erstmal erwähnt, dass ADA noch nicht bei allen Symptomen korrekte oder richtige Antworten gibt. Was ist denn mit so einem Risiko einer Fehldiagnose, wo ich dann vielleicht für eine Verunsicherung sorge oder wo ich unnötige Arztbesuche induziere? Siehst du das? Ist das ein Thema? Also ich glaube, genau, Treffsicherheit müssen wir sagen, da sind wir Menschen auch nicht ganz fehlerfrei. Also wir liegen da auch nicht wirklich in einem anderen Range als jetzt eine KI. Was du ansprichst, ist, glaube ich, auf jeden Fall relevant. Ich glaube, rein wissenschaftlich, wenn so eine Symptomanalyse durchgeführt wird, wie jetzt bei ADA, dann ist, egal ob das eine Maschine macht oder ein Mensch, dann bestehen einfach gewisse Wahrscheinlichkeiten für eine Erkrankung. Und häufig ist halt häufig und selten ist selten. Trotzdem ist es so, dass es nicht ganz trivial ist, wenn diese Information erstmal im Raum steht. Es kann, und da geht jeder Patient sicherlich unterschiedlich damit um. Also wenn jetzt vielleicht ADA eine Anamnese macht und sagt, in 9 von 10 Fällen ist es vielleicht ein viraler Atemwegsinfekt, also was relativ Banales, und in 1 von 10 wäre es vielleicht eine etwas schwerwiegende Erkrankung. Dann kann ein Patient damit umgehen und sagen, ach ja, wunderbar, im Prinzip, was ich mir auch schon gedacht habe, ist es wahrscheinlich ein Schnupfen und es wird sich allein heilen. Und ein anderer Patient, der vielleicht anders sozialisiert ist, macht sich sehr große Sorgen über die 1 von 10. Und das ist insgesamt eine allgemeine Herausforderung, glaube ich, mit intelligenten Systemen. Sie arbeiten mit Wahrscheinlichkeiten. Und die Reaktion, wie ein Mensch mit Wahrscheinlichkeiten umgeht, ist sehr, sehr individuell. Und ich glaube, das ist eine Herausforderung, die haben wir auf Patientenseite und auf Arztseite, aber die kann bei Patientenseite im negativen Fall zu Verunsicherung führen. Und beim Arzt, neben der Verunsicherung, kann es auch dazu führen, dass eventuell in einigen Bereichen vielleicht auch eine Tendenz ist zu mehr Diagnostik zum Absichern. Das ist bei der Entwicklung, muss man sagen, sind viele Chancen, aber auch potenzielle Risiken nah beieinander. Und ich glaube, man braucht als Arzt gewisse Kompetenzen, um damit auch gut umzugehen. Mhm. Frau Türk, würden Sie sagen, es gibt bestimmte Patienten oder Patiententypen, denen Sie abraten würden von der Nutzung eines Chatbots wie ADA? Oder gibt es sogar Warnhinweise auf Ihrer Website, in welchem Kontext man die Anwendung nicht einsetzen sollte? Also es ist ja, wir sind ja ein Medizinprodukt und für ein Medizinprodukt muss man ja auch beschreiben, für was das verwendet werden soll. Und für was ADA natürlich nicht verwendet werden soll, ist, wenn jemand gerade irgendwie eine Amputation hinter sich hatte durch einen Unfall und dann versucht er erstmal herauszufinden, was das Problem ist und was er als nächstes tun sollte. Also in einer sehr akuten, klaren Notsituation soll er natürlich direkt den Arzt anrufen oder einen Notarzt und nicht erstmal ein Assessment machen mit ADA. Und es gibt sowas, im Zusammenhang mit Dr. Google geisterte viele Jahre, jetzt in den letzten Jahren, der Begriff der Cyberchondrie durch die Medien, also die Verstärkung von hypochondrischen Tendenzen durch das Internet. Das kann natürlich bei Anwendungen wie ADA, wenn dem dann tatsächlich so wäre, auch zu einem Problem werden. Leonor, würdest du sagen, das ist faktisch ein großes Problem? Nimmst du das wahr, dass Patienten verunsichert in die Sprechstunde kommen, weil sie online etwas wahrgenommen haben? Ja, das gibt's schon. Ich habe mich sehr gefreut über diesen Einspielerfilm vom BVMD, wo der IGA, der selektive IGA-Mangel angesprochen war, was ja durchaus eine Sache ist, die es gibt, wo Menschen dann häufig Atemwegsinfekte kriegen. Das habe ich im Moment super oft. Also da sind, also halb Berlin scheint irgendwie in den Seil zu hängen und einen Erkältungsinfekt nach dem anderen zu kriegen, ohne dass jetzt die Menschen durchweg einen IGA-Mangel haben, aber einer von, ich weiß nicht wie viel, 100 hat einen, das ist schon klar. Nur solche Fragen wie, was ist die therapeutische Konsequenz?
kommt ja bei diesen Sachen auch nicht vor. Und ich finde das als Hausärztin eine sehr wichtige Frage, was die therapeutische Konsequenz ist. Und dieser Aspekt, dass man die Beschwerdeschilderung und diese ganze Szenerie, die der Patient einem präsentiert, dass man das so in sich aufnimmt und verarbeitet und die verschiedenen Differentialdiagnosen überdenkt und dann auch diese Situation hat, dass man sagt, ja, wahrscheinlich ist es das und dann könnte es in seltenen Fällen noch das und das sein und dann sage ich dem Patienten, ja, wenn es irgendwie nicht besser wird, dann kommen Sie wieder vorbei und es ist aber nur ein viraler Infekt und wenn es aber nicht besser wird, kommen Sie wieder vorbei. Und dann ist es ja so, dass ich das die unwahrscheinlichere Differentialdiagnose bei mir behalte. Also das breite ich dem Patienten dann nicht aus, dass es mit einer geringen Wahrscheinlichkeit ja eine bakterielle Superinfektion geben könnte, und sondern ich bitte ihn darum, dass er wiederkommen möge, wenn es schlechter wird und schildere ihm jetzt nicht im Detail, was alles eventuell schiefgehen könnte. Und das finde ich gut, diesen Weg, ja, dass man nicht auch, ja, weil ich es einfach besser finde, sich da nicht zu beunruhigen, weil es auch nicht weiterbringt. Und ja, und die therapeutische Konsequenz dieser Diagnostik beim IgA-Mangelsyndrom ist zum Beispiel null. Man kann da keine Immunglobuline IV geben, das bringt da irgendwie nichts. Und das, die Patienten haben ja häufig den Anspruch, ja, der Arzt muss jetzt rausfinden, was habe ich denn jetzt? Und manchmal ist es wichtiger zu gucken, was ist denn das Symptom und wie gehen wir am besten damit um? Ja, wir kommen gleich nochmal aufs Arzt-Patienten-Verhältnis zurück und auf die Frage der Kommunikation und auch zu den vielleicht positiven Effekten vom vorinformierten Patient, die es sicherlich auch in der Breite gibt. Ich würde gerne nochmal auf das Thema Versorgungsprozess eingehen. Das ist angeklungen. Im Moment sind Anwendungen wie ADA auf Patientenseite oft noch standalone. Der Patient nutzt sie und geht dann wiederum damit zum Arzt. Sinnvollerweise wäre das ja irgendwann eingebettet in einen gesamten Versorgungsprozess im Sinne eines ersten Kontaktpunkts für den Patienten. Im NHS gibt es das schon ein Stück weit mit der Anwendung Babylon, wo so eine erste Anamnese dann auch mit einer Algorithmen gemacht wird, um dann den Patienten weiterzuleiten an den Versorger. Sebastian, aus einer wissenschaftlichen Betrachtung, sowas sollte angestrebt werden, Fragezeichen, und was fehlt in Deutschland noch auf dem Weg dahin? Also ich glaube, dieser Ansatz ist unglaublich vielversprechend. Und ich denke, wenn wir von Diagnose- oder Symptomchecker wie ADA sprechen, dann ist der Hauptfokus eigentlich von der Öffentlichkeit auf die Diagnosestellung oder die vermeintliche Diagnosestellung. Das Potenzial von diesen Anwendungen kann aber vielfältig sein. Und das, was du ansprichst, im Sinne vielleicht von einer Lotsenfunktion im Gesundheitssystem, das ist etwas, was in Deutschland nicht existiert. Das hat die Schweiz schon mit einer Telefontriage menschlich seit gut 15 Jahren umgesetzt. Und da ist ein unglaubliches Potenzial, weil nichts ist schlechter, als wenn der Patient beim falschen Arzt sitzt. Das Zweite ist natürlich diese Integration, das, was ADA in Form von kostenlosem Chatbot bietet, das mit dem Praxisverwaltungssystem zu koppeln oder mit dem professionellen ADA-System auf der anderen Seite, was entsprechende Schnittstellen hat in ambulante oder auch klinische Informationssysteme, bietet wirklich ein enormes Potenzial für eine Verbesserung für ein Arzt-Patienten-Verhältnis, weil diese Information kann von Patienten entweder zu Hause oder im Wartezimmer eingegeben werden. Und es ist dann nicht mehr so, dass wenn der Patient im Sprechstundenzimmer drin ist, dass man als Arzt die ganze Zeit auf die Tastatur hackt und auf den Monitor starrt und dann dem Patienten sagt, ja, sprechen Sie ruhig weiter, ich höre Ihnen zu und man ist am Tippen, sondern das wurde im Prinzip durch den Patient und durch ADA im Wartezimmer oder zu Hause schon gemacht und man hat Zeit. Oder auch die Tatsache, die Triage innerhalb vom Krankenhaus, die Möglichkeit, medizinisches Wissen verfügbar zu machen an Orten, wo es nicht vorhanden ist, also dritte Welt, oder auch die Möglichkeit, bei Sprachdefiziten ein Kommunikationstool zu haben. Das sind jetzt fünf verschiedene Anwendungen, die über die reine, sagen wir mal, Symptomchecker-Diagnose, Vordiagnose hinausgehen. Und ich bin relativ optimistisch, dass vielleicht in diesen Bereichen sogar noch das schnellere Potenzial für diese Anwendung ist als für die reine Diagnosestellung. Frau Türk, was strebt ADA da konkret an mit Blick auf die Einbettung in so einen Versorgungsprozess?
Also uns ist natürlich auch wichtig, dass wir nicht nur dem Patienten helfen, sondern allen Systemen sozusagen, dem Patienten, den Arzt, dem System selbst. Und dafür ist natürlich wichtig, dass man mit allen Playern irgendwie zusammenarbeitet. Und das ist eigentlich die größte Challenge, die wir gerade so haben, alle zusammenzubringen und alle Punkte, die für jeden Einzelnen wichtig sind, wirklich irgendwie abzubilden und das voranzutreiben. Für uns ist es aber auch genauso wichtig, deren Vertrauen zu gewinnen. Und Vertrauen heißt Forschung, Vertrauen heißt nachweisen, dass wir funktionieren und nachweisen, wie gut wir sind. Und das wollen wir natürlich auch selber wissen. Und deswegen stecken wir da auch sehr viel Energie hinein, auch international zusammen mit der ITU und der WHO versuchen wir, ein Benchmarking für Symptom-Checker zu entwickeln, sodass auch Systeme, Gesundheitssysteme, Länder basierend darauf vielleicht auch Entscheidungen treffen können. Mhm. Ja, kommen wir zum Arzt-Patienten-Verhältnis zurück. Frau Türk, Sie müssen uns gleich verlassen, deswegen vielleicht noch mal ein, zwei Fragen an Sie, bevor ich mit Leonor und Sebastian noch ein bisschen weitermache. Bei Leonor ist es angeklungen, es sind noch nicht so furchtbar viele beziehungsweise keine Patienten, die mit einer Diagnose von ADA in die Praxis kommen. Vielleicht gibt es auch sowas, da kommen wir gleich nochmal drauf, wie ein strategisches Verschweigen dieser Diagnose. Sie sagen es dir nur nicht, Leonor. Aber was wisst ihr über Nutzungshäufigkeiten und was glaubt ihr, wie verbreitet ist eure Anwendung schon? Gucken wir mal erstmal aufs deutsche System, aber vielleicht auch international, ob es da Unterschiede gibt. Ja, also was wir noch nicht so gut wissen, ist zum Beispiel, besteht gerade akut ein Problem, warum ADA verwendet wird, oder ist es etwas aus der Vergangenheit, was ich gerade teste? Und das müssen wir viel besser herausfinden. Die Leute, die Feedback hinterlassen, testen das eher mit einer Erkrankung, die sie schon wissen oder die sie in der Vergangenheit mal hatten. Und da sieht man halt sehr, sehr viel, wo wir schon helfen konnten. Um nochmal den Punkt aufzugreifen, ob wegen dem Vertrauensverhältnis generell. Was wir zum Beispiel auch gesehen haben, ist, dass Patienten oder User mit vermutlich sexuell übertragbaren Erkrankungen, die ADA vorgeschlagen hat, beim Arzt waren und der Arzt eher gastrointestinale Erkrankungen diagnostiziert hat. Und wenn man genauer sich diese Fälle angeschaut hat, hat man gesehen, dass die User schon Symptome, die im genitalen Bereich vorhanden waren, bejaht hat. Und dann stellt sich halt die Frage, wie gut ist das Vertrauensverhältnis gerade schon zwischen Arzt und Patient? Traut der Patient sich bestimmte Sachen nicht zu sagen und testet es vielleicht vorher erstmal, googelt Sachen, testet ADA, um zu sehen, vielleicht ist da ein Zusammenhang, dann sollte ich es vielleicht doch ansprechen. Und man weiß also nicht so richtig, was es war, auch nicht, wenn ein Arzt vielleicht Sachen diagnostiziert hat, die nicht labortechnisch nachweisbar sind. Leonor, können wir also ableiten, dass du ein besonders gutes Vertrauensverhältnis zu deinen Patientinnen und Patienten hast, die dann eben nicht kommen. Aber das Phänomen des strategischen Verschweigens, wir haben vor einigen Jahren eine Studie zu Dr. Google gemacht, also zur Online-Recherche, wo das auch rausgekommen ist, dass Patienten das tun. Wie würdest du sagen, sollten Ärzte mit so einem Phänomen umgehen, Leonor? Also wenn Patienten vielleicht schon vorinformiert kommen, aber das erstmal nicht sagen, um ihren Arzt ein Stück weit zu testen. Tja, also ich weiß jetzt natürlich nicht, wie viele Menschen am Tag da in meiner Sprechstunde sind, die mir irgendwas nicht sagen und dann habe ich es nicht mitgekriegt. Da kann ich ja jetzt nicht die Hände ins Feuer legen. Das kann natürlich sein. Ich gebe mein Bestes, rauszufinden, was die Leute auf dem Herzen haben und bin auch jemand, der dieser Methode anhängt, dass ich den Mensch erstmal reden lasse, ohne ihn uns zu unterbrechen, bis ich das Gefühl habe, es kommt nichts mehr nach. Ja. Ja, das ist das Beste, was ich geben kann und das ist eben meine Möglichkeiten. Und manchmal ist es auch so, bei diesen peinlichen Themen, dass man so merkt, der Mensch erzählt ganz viel und dann geht man darauf ein und dann geht es irgendwie nicht weiter und dann möchte noch was sagen und manchmal kommt es dann auch zum Schluss. Also das gibt es auch. Wenn es jetzt um solche Diagnosen geht, die jemand im Internet rausgefunden hat, also da versuche ich drauf einzugehen, so gut wie möglich. Also ich hatte mal so einen jungen Mann, der hatte starke Nackenschmerzen und war der Überzeugung, er hätte eine Aortendissektion, weil er das mit Google rausgefunden hatte. Und er hatte kein Trauma gehabt, der Muskel war verspannt. Und dann habe ich
also häufig hilft es halt, die Menschen tatsächlich zu untersuchen mit den Händen. Weil man dann, wenn man auf den Muskel drauf geht, dann tut es halt weh und dann ist die Beweglichkeit eingeschränkt und dann ergibt sich manchmal so ein Verständnis durch die Untersuchung beim Patienten, das, was los ist, während man es auch erklärt. Und also ich versuche halt nicht, ja, versuche das dem Patienten plausibel zu machen, wieso ich denke, dass es jetzt dieses und jenes ist und nicht das, was er jetzt eventuell gegoogelt hat, wenn ich jetzt der Meinung bin, es ist nicht dasselbe. Und manchmal ist es eben das und vielleicht hilft es dann vielen Patienten, so zumindest der Blick der Patienten, auch irgendwie die Dinge besser zu verstehen und auch im Nachgang sie besser einzuordnen. Frau Türk, Sie haben es gesagt, viele nutzen es vielleicht auch als Zweitmeinung, um nochmal zu prüfen. Und das vielleicht als abschließende Frage, wenn ich es richtig verstehe, ist es bei ADA eben nicht nur so, dass Sie den Nutzer mit einer Diagnose beziehungsweise einer möglichen Diagnose konfrontieren, sondern Sie geben auch Hinweise zu dieser Erkrankung und haben da auch einen Anspruch, den Patienten zu informieren. Ist das richtig so? Genau, wir versuchen die Krankheiten zu beschreiben, die möglichen Erklärungen, was für Symptome typischerweise vorhanden sind, was für eine Risikofaktoren und wie vielleicht eine mögliche Behandlung aussehen könnte, aber wirklich sehr allgemein gehalten, sodass die wissen, was auf sie zukommen würde. Okay. Ich glaube, ich will Sie gar nicht länger hier einspannen. Wenn Sie los müssen, dann können Sie los. Und ich mache mit den anderen beiden noch ein bisschen weiter. Und ich glaube, Vincent Jörres ist noch ein bisschen da von ADA im Chat. Wenn da noch weitere Fragen kommen, da passiert relativ viel. Und sage erstmal herzlichen Dank, Dank bis hierhin. Ja, ciao, das war sehr interessant und ich denke bereichernd für alle Teilnehmer. Na dann, viel Spaß noch. Ja, danke schön. Wir haben jetzt viel über das Arzt-Patienten-Verhältnis gesprochen und wahrscheinlich auch die Kehrseiten ausgeleuchtet. Auf der einen Seite Jana Aulenkamp hat es in dem Video Demokratisierung genannt, also der informierte Patient, der auch entlasten kann. Und auf der anderen Seite vielleicht auch manchmal der Punkt, dass es da kommunikative Herausforderungen gibt durch eine Vorinformation für den Arzt, auf die der Arzt vorbereitet sein muss. Und da kommen wir vielleicht auf das nächste Thema Arztrolle. Sebastian, wir haben im Vorfeld über den Titel App statt Arzt nachgedacht mit einem Fragezeichen, haben das aber schnell wieder verworfen, weil es ja schon fast ein Allgemeinplatz ist, dass die App den Arzt nicht ersetzt, sondern ergänzt. Trotzdem die Frage, was verändert sich im Alltag eines Arztes, wenn Algorithmen künftig Anamnesen machen beziehungsweise Diagnosen stellen und wie gut ist die Ärzteschaft schon auf diese Dynamik eingestellt? Ja, keine ganz leichte Frage, aber eine Frage, mit der ich mich schon seit längerem beschäftige. Ich glaube schon, dass die Einführung von Algorithmen in die Gesundheitsversorgung eine ganze Reihe von Veränderungen sowohl auf Patienten- als auch auf Arztseite auslösen wird. Und ich glaube, wir sind gut beraten, uns damit auseinanderzusetzen. Und das ist jetzt nicht eine Auseinandersetzung, die wir an einem Nachmittag erlernen, sondern das ist eine ganz kritische Reflexion der eigenen Rolle. Das hat viel mit dem eigenen Selbstverständnis zu tun. Und das ist ein langwieriger Prozess. Also hat viel mit nicht nur mit irgendeinem Wissen zu tun, sondern sehr stark mit einer eigenen Haltung zu dem Ganzen. Was, glaube ich, notwendig ist in dem Zusammenhang, wir müssen zum einen ein grundlegendes Verständnis dafür entwickeln und dafür müssen wir nicht einen Algorithmus programmieren können oder coden lernen oder andere Sachen, die vielleicht in der allgemeinen Presse immer wieder als die zentralen Zukunftskompetenzen herausgestellt werden, sondern wir brauchen eigentlich ein Datenverständnis. Und Datenverständnis heißt nicht für alle Medizinstudierende, wir brauchen jetzt einen Statistikkurs, der doppelt so lang ist und der P-Wert muss noch genauer berechnet werden. Nee, wir müssen einfach verstehen, dass die Welt heutzutage anders funktioniert, dass Daten zum einen eine Fachlichkeit haben, dass sie aber auch eine unglaubliche gesellschaftliche Bedeutung haben. Und wir müssen lernen, mit diesen Daten und auch mit Wahrscheinlichkeiten umzugehen und wie wir das mit Patienten kommunizieren und vor allem, wie wir gemeinsam zu einer Entscheidung kommen, weil wir werden durch diese Systeme eine sehr, sehr große Informationsmenge durchforsten können. Wir werden aber am Ende immer noch nicht eine Lösung bekommen, sondern Wahrscheinlichkeiten. Und es stehen verschiedene Sachen im Raum. Und ich denke, die Aufgabe, die wir haben, ist eine ganz, ganz enorme
kommunikative Aufgabe mit den Patienten, das, was Algorithmen dann auch berechnen, gemeinsam mit unserer eigenen Wissen begreifbar zu machen und zu diskutieren. Und da ist Kommunikation, Ethik hat eine enorme Bedeutung. Leona, würdest du das bestätigen? Was würdest du sagen mit Blick auf deine Kontakte in die Ärzteschaft und vielleicht auch die in die Berufsverbände? Wie ist die Akzeptanz mit Blick auf solche Technologien wie Diagnose-Apps? Wie ausgeprägt ist die schon? Und was braucht es für Botschaften beziehungsweise auch Ansätze, um die Akzeptanz zu erhöhen, wenn sie denn niedrig ist, was ich jetzt mit dieser Frage ein bisschen vorausgesetzt habe? Also es geht ja hier viel um dieses, also Jana Auenkant hatte ja diesen Begriff des demokratischeren Arzt-Patienten-Verhältnisses genannt, und im Kern geht es ja hier um die geteilte Entscheidungsfindung. Also dass es einen informierten Patienten gibt und man gemeinsam mit dem Patienten sich hinsetzt und schaut, wo sind die Wahrscheinlichkeiten, wie gehen wir hier am besten vor, was passt am besten zu dir und deinem Lebensstil und der Persönlichkeit, die du bist. Also jeder, da ist zum Beispiel, wenn Menschen Diabetes haben, da ist ja nicht jeder gleich. Also für manche ist das eine extreme Einschränkung ihrer Lebensqualität, wenn sie jetzt bestimmte Sachen so oder so handhaben müssen. Und das finde ich dann auch wichtig, dass man so ein bisschen schaut, wie groß sind die Kosten, wenn man jetzt seinen Lebensstil so stark einschränkt, und wie hoch ist der Nutzen? Das hängt ja dann auch immer davon ab, wie alt der Patient ist, also wie viele Lebensjahre noch vor ihm liegen. Da gibt es eben auch einen Punkt, da macht es keinen Unterschied mehr, ob er jetzt einmal am Tag Sahnetorte isst oder nicht, für seine Lebenserwartung. Und das sind Dinge, die finde ich relevant für die Menschen, weil wenn die dann denken, oh Gott, jetzt, wenn ich das mache, das ist ganz schlecht und falle ich deshalb tot um. Und das sind Dinge, die wichtig sind. Und das ist eben dieses Prinzip der geteilten Entscheidungsfindung. Und da gibt es ja Tools, die schon lange etabliert sind, wie Ariba zum Beispiel. Also das ist ein Tool zur geteilten Entscheidungsfindung, das schon seit vielen Jahren auf dem Markt ist, was erstmal begonnen hat mit kardiovaskulären Erkrankungen. Also da gibt man ein, wie alt, wie groß, wie schwer, Familienanamnese, Diabetes, Raucherstatus, Bluthochdruck, Fettwerte. Ja, und daraus wird dann so eine, also mit Hilfe eines Algorithmus, der dahinter steht, errechnet, wie hoch das 10-Jahres-Risiko für ein kardiovaskuläres Ereignis in den nächsten 10 Jahren ist. Und ich benutze das beispielsweise in der Praxis, um den Leuten deutlich zu machen, wie viel mehr es ihnen bringt, wenn sie aufhören zu rauchen, im Vergleich zur Einnahme von Statinen. Weil das ist häufig eindrucksvoll. Das Rauchen aufhören bringt viel, viel mehr, als wenn man jetzt jeden Tag eine Tablette nimmt. Und das finde ich wichtig, dass die Menschen das einordnen können. Und das ist für mich geteilte Entscheidungsfindung, und das ist ein wertvolles Tool für mich. Und ich denke, dass wenn man da anknüpfen würde, das in den Praxen zu integrieren, dass das verständlich wird, inwiefern das tatsächlich für den Verhandlungsprozess wertvoll ist, dann funktioniert das auch. Also den Nutzen zeigen und vor allem der Plädoyer, wenn ich es richtig verstehe, dafür, das in die Arzt-Patienten-Beziehung zu integrieren und eben nicht als zwei Welten zu denken. Und im Idealfall ist dann irgendwann der Arzt in der Rolle, was er denn ja jetzt künftig auch darf, dass er solche Anwendungen empfiehlt oder verschreibt, Sebastian. Und bis dahin ist, glaube ich, noch ein bisschen Weg zu gehen, aber wir hoffen drauf. Ich habe noch ganz viele Fragen auf dem Zettel stehen. Wir sind durch die Technikprobleme am Anfang ein bisschen in Verzug. Deswegen würde ich jetzt erstmal auf das Meinungsbild springen und die Teilnehmer da zuholen, bevor wir in der Abschlussrunde nochmal all das, was wir jetzt andiskutiert haben, von euch zusammengefasst hören. Und ihr könnt euch kurz ausschalten, solange wie die Fragen jetzt hier gestellt werden. Aber ihr bleibt dran, ihr seid gleich noch gefragt. Und ich habe es gesagt, wir haben vor, auch Ihre Ansichten und Stimmen hier zu integrieren und haben für Sie 3 Fragen vorbereitet und wollen da mal ein Stimmungsbild von Ihnen hören. Und die Fragen greifen die bisherige Diskussion auf und bereiten die Abschlussrunde vor. Und Sie haben schon selber verstanden, wie das funktioniert. Sehe ich hier bitte nur einmal abstimmen natürlich. Und da geht es darum, ob Sie schon mal eine Diagnose-Chatbot wie Ada genutzt haben für sich selbst oder einen Angehörigen. Wir lassen da mal noch mal ein bisschen was laufen.
Wir sind hier in einem, das sage ich schon mal zur Einordnung, affinen Umfeld unterwegs, von Leuten, die sowohl medizinisch unterwegs sind, als auch wahrscheinlich mit der Technik ganz gut klarkommen. Ich glaube, so langsam verändert sich nicht mehr so viel. Jetzt beenden wir das und sehen, dass wir bei 75% Nein sind. Und wir haben etwa ein Viertel, die das schon mal selbst genutzt haben, 21% für sich selbst oder 5% für einen Angehörigen. Das deckt sich so ein bisschen mit dem, was wir gehört haben. Wahrscheinlich ist die Zahl in der Bevölkerung, die eben nicht medizinisch vorinteressiert ist, dann noch ein bisschen geringer. Wir schauen mal auf die zweite Frage. Da kommt sie. Und zwar, wenn wir jetzt sehen, es ist solche Tools wie Ada sind noch nicht selbstverständlicher Teil des Versorgungsalltags. Wie lange wird das denn aus Ihrer Sicht dauern, bis dem so ist? Ein Jahr, 3 Jahre, 6 Jahre oder mehr als 6 Jahre? Hier sehen wir auch, dass die allermeisten sagen, das dauert noch ein bisschen. Wir sind dabei bei den meisten bei 6 oder mehr Jahren. Das deckt sich so ein bisschen mit der Aussage von Sebastian. Die Anwendungen selbst müssen noch lernen, auch die Anwender müssen noch lernen. Und wir brauchen wahrscheinlich einen Weg, um solche Anwendungen tatsächlich in die Versorgungsprozesse im System zu integrieren. Ja, ganz interessant. Und dann haben wir noch die dritte Frage und da kommen wir genau auf diese Frage. Was muss denn passieren, damit das so kommt, dass Diagnose-Chatbots Teil des Versorgungsalltags werden? Und hier fragen wir nach welchen 3 Entwicklungen, die es vor allem braucht. Sie können also 3 dieser Punkte, die dort genannt sind, ankreuzen. Eine Verbesserung der Zuverlässigkeit der Ergebnisse, der Nachweis von positiven Versorgungseffekten, also Studien zum Nutzen. Eine Transparenz über die Qualität der Anwendungen, damit Nutzer erfahren, wie gut ist denn welche Anwendung. Transparenz über die Algorithmen, die dahinter liegen. Verlässlichkeit beim Thema Datenschutz, haben wir heute drüber gesprochen. Klare Einsatzszenarien und eine Einbettung in Versorgungsprozesse. Die Interoperabilität mit anderen Anwendungen wie der elektronischen Patientenakte. Wissen und Akzeptanz bei Ärzten und Wissen und Akzeptanz bei Patienten. Ja, wir haben die Ergebnisse sind ganz wichtig, das ist angeklungen, aber auch die Akzeptanz bei Ärzten ist ganz wichtig und das Wissen darum, darüber haben wir gerade zuletzt gesprochen. Datenschutz ist ebenso ein wichtiges Thema, es braucht Verlässlichkeit, auch darüber haben wir gesprochen. Spannende Ergebnisse, wir kommen eigentlich bei fast jedem Future Med Talk zu dem Ergebnis, dass Wissen und Akzeptanz bei Ärzten gefördert werden muss. Vielleicht sind wir mit unserem Ansatz hier, da kann Jan gleich nochmal was zu sagen, gar nicht so verkehrt unterwegs. Eine Bestätigung für den Future Med Talk. Ja, das waren unsere 3 Fragen, wo wir Ihr Stimmungsbild abgeholt haben. Und jetzt darf ich nochmal die beiden Diskutanten Leonor und Sebastian dazu bitten und den Jan, der eben ja schon zu Anfang zu sehen war. Jan, hallo. War spannend bis hierhin, Jan. Du hast ein bisschen beobachtet. War ja, echt hervorragend. Schön. Vielen Dank. Ich habe geguckt und habe gesehen, da passiert ganz viel. Das ist ja mal ganz schön, wenn wir sehen, dass es, obwohl es online ist, ganz interaktiv ist und sich viele einbringen. Ja, wunderbar. Und wir haben mit Vincent Jörres da auch jemanden, der da sehr aktiv auf die Antworten eingeht. Vincent, an der Stelle, bevor ich es vergesse, schon mal vielen Dank dafür. Ich glaube, das ist sehr hilfreich. Kommen wir zum Abschlussstatement. Das greift im Prinzip oder sollte im Prinzip nochmal die Fragen aufgreifen, die wir gerade den Teilnehmern auch gestellt haben. Und Leonor, du darfst anfangen und vielleicht auf 3 Fragen eingehen. Die eine Frage ist, wie lange wird es dauern,
bis solche Diagnose-Chatbots selbstverständlicher Teil des Versorgungsalltags sind in Deutschland? Also teilst du das Bild der Teilnehmer? Was muss dafür vor allem passieren? Welche Weichen müssen gestellt werden? Was ist am wichtigsten? Und was rätst du angehenden Medizinern, also Medizinstudierenden und praktisch tätigen Ärzten mit Blick auf solche Dynamiken, die da entstehen mit durch Diagnose-Apps wie ADA? Ja, würde ich bitten, das relativ kurz zu halten mit Blick auf die Zeit und eine Möglichkeit, hier nochmal den Leuten ein bisschen mitzugeben. Ich bin selbst neugierig, wie lange es dauern wird. Also ja. Ich fühle mich da gar nicht in der Lage, jetzt Prophezeiungen anzustellen. Was passieren muss, damit das flächendeckend eingeführt wird? Also ich denke, einerseits, also mit den digitalen Gesundheitsanwendungen verändert sich ja grundlegend jetzt was, dass es einen medizinischen Nutzennachweis geben muss für Sachen, die in der Praxis passieren. Das ist ja neu. Mhm. Und das wird damit ja auch verschaltet sein mit der Nutzung von solchen Dingen. Also damit was funktioniert in der Medizin, ist immer auch die Frage, wie ist es im Vergütungssystem abgebildet? Mhm. Ja, also das ist, denke ich, mal eine der relevantesten Fragen, wenn man sich damit beschäftigen will, was passieren muss, damit es flächendeckend funktioniert, wie wird es vergütet und abgebildet, dass man es in die Arzt-Patienten-Beziehung integriert, solche Tools damit hinzuzuziehen. Und was ich angehenden Medizinern rate, also ich bin begeisterte Allgemeinärztin, weil ich es toll finde, wenn man sich in erster Linie mit dem Kranken und seinen verschiedenen Symptomen beschäftigen darf. Das hat es allen anderen Fachgebieten voraus, wo man sich auf eine Krankheit spezialisiert. Dann ist man natürlich top da drin, Menschen mit einer bestimmten Krankheit zu behandeln, aber ist eben dann auch so ein Stück eingeengt auf dieses Phänomen, dass sie eben eine bestimmte Krankheit haben müssen, damit man sich ihnen dann auch widmen kann. Und ich habe halt den Vorteil, dass ich so in die Breite gucken kann und das ist einfach, macht Spaß. Mit der neuen Approbationsordnung wird es ja mehr Allgemeinmedizin geben und ich hoffe, dass das Spaß machen wird. Und mein Ratschlag ansonsten wäre, dass man sich mit Medizingeschichte beschäftigt. Ich finde das immer sehr motivierend und macht mir großen Spaß, zu lesen, wie man so vor 100 oder 200 Jahren sich abgeplagt hat, irgendwie ein guter Arzt zu sein, weil die Probleme, glaube ich, letztlich dieselben bleiben. Und ich denke, da kann man viel lernen, auch wie man damit umgeht, wenn es technische Innovationen und Umbrüche gibt. Ja, wunderbar. Spannender Rat, den ich so selten gehört habe, sich mit der Geschichte auseinanderzusetzen, um gut vorbereitet auf die Zukunft zu sein. Denke, das werden einige mitnehmen. Sebastian, du zu diesen drei Fragen. Genau. Was ist dein Statement? Also wie lange dauert es noch? Wir sind mittendrin. Also es dauert nicht mehr, sondern wir sind schon mittendrin. Und die nächsten 1 bis 2 Jahre, glaube ich, werden einen enormen Zuwachs bringen in dem Bereich. Und die Patienten, die junge Ärztegeneration und Visionäre sind die aktuellen Treiber der Entwicklung. Das ist gut so. Und ich glaube, diese Gruppe wird in den nächsten 1-2 Jahren wirklich rasant steigen. Was muss passieren? Ich glaube, wir müssen Digitalisierung, sollten wir nicht missverstehen als Technologie. Das ist, die ganzen Debatten drehen sich immer auch um technologische Aspekte oder häufig technologische Aspekte. Die digitale Transformation ist ein Veränderungsprozess, wo wir einfach neue Instrumente bekommen und wir müssen Abläufe, Behandlungen müssen wir einfach neu denken und wir müssen dabei, glaube ich, das als Chance, Digitalisierung als Chance begreifen für Humanismus und im Kern von dem Ganzen muss, glaube ich, eine gute Arzt-Patienten-Beziehung stehen und der Arzt weiterhin eine Vertrauensperson für den Patienten darstellen, der gemeinsam mit Technologie das erreicht, was der Patient sich wünscht. Was rate ich angehenden Ärzten oder auch schon approbierten Ärzten? Transformation durch Bildung, würde ich mal sagen. Ich unterrichte jetzt seit gut 3 Jahren digitale Medizin bei Medizinstudierenden, seit über 4 Semestern ADA oder andere KI-Systeme. Und morgen starten wir mit der Ärzteschaft, mit dem Bundesärztekammer-Curriculum hier. Wir müssen das zunehmend wirklich in die harten Aspekte der ärztlichen Aus-, Fort- und Weiterbildung integrieren. Da machen wir einen guten Schritt voran im Moment, was die ärztliche Approbationsordnung angeht. Und wir müssen weg von irgendwelchen schönen Leuchttürmen. Es ist schön, ein Leuchtturmprojekt zu leiten, irgendwie in Aus-, Fort- und Weiterbildung. Aber Leuchttürme sind eher ein Zeichen, dass es in der Fläche noch nicht angekommen ist. Und von daher
müssen wir hin zu einer digitalen Bildungsstrategie in der Aus-, Fort- und Weiterbildung. Ja, vielen Dank und viel Erfolg morgen beim Start. Jan, viel ist gesagt worden, was ich von dir auch schon gehört habe. aber trotzdem gehören dir die letzten Worte, die letzten inhaltlichen Worte der Veranstaltung, um noch mal ein bisschen was zu den Fragen zu sagen, die ich eben gestellt habe. Ich bin ganz nah bei Sebastian. Ich glaube auch, Versorgungsalltag 3 bis 5 Jahre, dann ist das durch. Wenn wir schauen, was Kaiser Permanente schon alles in den USA macht, das wird hier ganz schnell sein. Was brauchen wir? Da kommt bei mir der Bildungsforscher, irgendwie nicht nur der Mediziner durch. Ich fand das spannend, die Diskussion zwischendurch, was dürfen wir Patientinnen und Patienten zumuten und können wir Bildungsbürgern mehr zumuten als den anderen? Ich glaube, wir brauchen wirklich viel Health Literacy für alle, eine gute Gesundheitsbildung und eine gute E-Health Literacy, dass wir keinen abhängen. Ich glaube, das ist gar kein Digitalisierungsproblem, sondern so Geschwätz über irgendwelche schlimmen Krankheiten hat es vorher schon gegeben. Dann hat man in Büchern nachgeschaut, dann hat man sie gegoogelt. Jetzt gibt sie die Diagnose-App. Und ich würde mich freuen, wenn wir möglichst wenig Menschen abhängen. MHH hat eine Patientenakademie gemacht. Wir sind dabei, gerade was ganz Ähnliches zu entwickeln. Ich glaube, wir müssen mehr Bildung bringen, um mit der Digitalisierung klarzukommen. Gar nicht medizinisch, sondern in allen Bereichen. Und das macht es ja so spannend. Was würde ich den Medizinstudierenden sagen? Oh, habt keine Angst, nur schlechte Ärztinnen und Ärzte werden von Technologien ersetzt. Seid offen, nehmt sie mit und genau das, was Sebastian gesagt hat, das kann eine tolle Chance sein, genau das, weshalb man den Beruf wählt. Und wir lesen ja viel Motivationsschreiben hier, wo es um eine Begleitung, um eine Nähe geht. Also ich finde, wir haben das vorhin super authentisch gehört, was die Freude an der Allgemeinmedizin, an der Niederlassung ausmacht. Das kann nur unterstützt werden durch Digitalisierung, nicht ersetzt. Ja, wunderbar. Zusammengefasst nochmal das Statement aus einem der Videos von den Medizinstudierenden, nicht App gegen Arzt, sondern App mit Arzt. Das ist quasi das Fazit. Und wir hoffen, wir haben heute ein bisschen was dazu beigetragen, dass da eine positive Haltung entsteht und hoffentlich konnten ein bisschen ein paar Aspekte anreißen, die in der Diskussion sind. Und ich sage jetzt schon mal ganz herzlichen Dank an euch für eure Teilnahme. Das war sehr bereichernd, sehr interessant und man sieht es auch im Chat. Einige wollen zu dir in die Sprechstunde kommen, Leonor. Ich glaube, das kam ganz gut an und ja, ich sage jetzt schon mal danke. Ihr dürft euch dann ausklinken, wünsche euch einen schönen Feierabend und die Zuhörer und Zuschauer bleiben noch einen kleinen Moment hier, um an der Befragung teilzunehmen. Dankeschön. Tschüss nach Berlin und Witten. Und wir haben eine Befragung vorbereitet. Da geht gleich ein kleines Fenster auf und da werden Sie weitergeleitet auf eine Website. Das sind nur 3-4 Fragen, die helfen uns, dieses Format ein bisschen weiterzuentwickeln, was wir hier machen. Das wäre schön, wenn Sie da teilnehmen. Und ansonsten noch der Hinweis, sollten noch Fragen hier offen geblieben sein, die Sie nicht im Chat klären konnten oder grundsätzlicher Natur, dann können Sie auch uns schreiben an meine Kollegin sina.busse@bertelsmann-stiftung.de. Und der Hinweis auf unseren Newsletter, unseren Blog-Newsletter, dort werden wir informieren, sobald eine Aufzeichnung dieser Session online ist. Also wir haben das heute mitgeschnitten und das wird hoffentlich relativ kurzfristig online sein. Für diejenigen, die nicht ganz dabei sein konnten oder die gar nicht dabei sein konnten, können dann nochmal nachschauen. Und ja, Ihnen allen herzlichen Dank fürs Zuhören und Mitmachen und Mitdiskutieren und ich wünsche dann noch einen schönen Abend allen.